Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Lektion. Wir beschäftigen uns heute mit dem Synonymwörterbuch Gaktojene Sprayu und wie dieses in Soblix eingebaut ist. Wir haben drei verschiedene Arten, mit denen wir dieses Synonymwörterbuch in Soblix aufrufen können. Variante Nummer 1. Ihr gebt das Wort in den Suchschlitz ein. Chakatsch. Unten drunter seht ihr jetzt in der Ergebnisliste nach der sorbischen Fahne ein Symbol, was den Buchtitel von Gaktojene Sprayu symbolisiert. Und wenn ihr da drauf geht mit dem Cursor, seht ihr das auch in der schwarzen Sprechblase. Wir drücken da einmal drauf und schon öffnen sich unten drunter mehrere Beispiele, in denen das Wort Chakatsch bzw. Synonyme dazu dargestellt sind. Zum Beispiel in Beispielsätzen oder weiter unten auch in Redewendungen, wo das Wort Chakatsch bzw. Synonyme auftauchen. Möglichkeit Nummer 2, wie wir das Synonymwörterbuch in Soblix aufrufen können. Dazu geht ihr mit dem Cursor auf das Hamburger-Symbol einmal draufklicken. Da seht ihr schon, dass sich die Option Gaktojene Sprayu öffnet. Wenn ihr da draufklickt, wird das komplette Synonymwörterbuch Gaktojene Sprayu dargestellt in alphabetischer Reihenfolge. Blau sind die Einträge für Beispielsätze, grau sind die Einträge für Sprichwörter und dann gibt es noch die Möglichkeit der grünen Einträge, die Redewendungen darstellen. Jetzt schauen wir uns noch die dritte Möglichkeit an, mit der wir das Synonymwörterbuch verwenden können. Man spricht in diesem Fall auch von dem Thesaurus, dem sorbischen Wortschatz. Um diese dritte Möglichkeit durchführen zu können, benötigt ihr drei Punkte. Erstens das kostenlose Programm LibreOffice oder OpenOffice auf eurem Rechner. Und es muss das aktuelle sorbische Rechtschreibprüfmodul, das von Soblix bereitgestellt wird, installiert sein. Wie genau das geht, erklären wir euch dann noch in einem weiteren Kapitel.